Neue Woche, neues Glück, der Incredible Hulkster ist zurück und weiter geht's in der Karriere hier bei WWE 2K17. Ihr seht schon, wir steigen gleich ja mehr oder weniger nahtlos ein nach dem, was in der vergangenen Woche geschehen ist. Letztes Match war gegen Samoa Joe, das hat der Incredible Hulkster tatsächlich gewonnen. Diese Woche geht es an die Promo-Engine, an das sogenannte Eigenwerbung-Tutorial. Also mir stehen wirklich bei der Übersetzung der Texte ins Deutsche jetzt schon die Haare zu Berge und ich bin mir fast sicher, dass dieser Zustand, dass meine PlayStation auf Deutsch gestellt ist, nicht von langer Dauer sein wird. Aber gut, egal davon, Promo. Wir wollen Promos sehen und hören und spielen. Okay, being a WWE superstar is not just about being a good wrestler. You have to be charismatic. We're going to let you do your first promo today. We'll pretend to be the crowd. If I can give you one piece of advice, every crowd in every city is different. Putting on a good promo is all about working the crowd. Keep that in mind today. Okay, also Matt Bloom wird unser Publikum sein und unsere Promo-Leistung entsprechend bewerten. Ein wichtiger Hinweis von ihm, in jeder Stadt wird das Publikum anders sein später. Da komme ich dann vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Es gibt da verschiedene, ich sag mal, Vorgaben. So, also, wie fangen wir denn an? Ich bin fuchsteufelswild, ich bin so aufgeregt. Euer Held ist hier. Leute hier im Saal, Leute zu Hause, euer Held ist hier. Ja. Ja, ganz schön leise, ne? Finde ich auch. Ganz kurz, bin ich der Beste? Ja, genau, bin ich der Beste hier. Oh, Leute, was ist denn das? Bitte, was ist denn das? Ich meine, ich habe ja kein Problem, verschiedene Stimmen da, verschiedene Superstars zu imitieren und da ein bisschen Spaß mitzumachen, aber was ist das denn bitte? Eine Promo-Engine, in der ich keine Stimmen höre, in der nichts vertont ist. Natürlich hab's bei WWE 2K16 hier und da Kritik gegeben an der, an der Stimme des jeweiligen Superstars. Sorry, wenn ich das jetzt hier echt überspringe. Ich hoffe, ihr seht selber, Zeit läuft ab. Man kann sich aus vier Möglichkeiten was aussuchen und das wird dann offensichtlich nicht vertont, sondern unten eingeblendet. Oben links wird dann immer angezeigt, ob das gut war oder nicht, was man sich da ausgesucht hat. Das Ziel ist hier, eine stringente Promo, eine stringente Darbietung zu liefern, wo das, was man sagt, zu dem passt, was man vorher gesagt hat und so weiter und so fort, dass man da wirklich eine stimmige Aussage macht. Aber bitte, 2K, was ist denn hier los? Warum höre ich denn hier nichts? Und das Schlimme ist, ich habe das, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und nicht gehört habe, habe ich wirklich gedacht, okay, vielleicht ist es ein Fehler. Vielleicht ist es ein Fehler hier im Spiel. Ich guck mal so, was das Internet sagt. Nein, das Internet sagt, das ist einfach so. Und was ist denn das? Da kann man, das ist doch nicht, ich bin, okay, Leute, ich weiß, ich muss mich erst mal ganz kurz beruhigen. Ich bin ja normalerweise, ich versuche dem Leben an sich, fast allen Dingen im Leben, ja, jetzt mal von Pegida und so einem Deppen abgesehen, positiv gegenüberzustehen und mich in andere Leute reinzuversetzen. Warum handeln andere Leute so, wie sie es tun? Und ich habe mich hier auch gefragt, warum? Warum bitte? Und mir ist tatsächlich, mir ist nichts eingefallen. Mir ist nichts eingefallen. Warum wird das nicht vertont? Ich kann das verstehen und jetzt greife ich ein kleines bisschen voraus. Es gibt in diesem Spiel auch Promos, die hält man nicht nur alleine, sondern eben auch im Ring mit anderen Superstars, ja, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen Kontra gibt und ein bisschen anblafft. Ich kann das verstehen, dass in solch einem Fall, wenn ich mit einem anderen WWE-Superstar im Ring stehe, boah, ich reg mich echt auf, dass das nicht vertont ist, weil dafür natürlich jeder einzelne WWE-Superstar ins Studio gemusst hätte, um dann mit seiner Stimme entsprechend das zu vertonen. Kann ich nachvollziehen, wäre mit Sicherheit ein viel zu großer Aufwand gewesen. Aber hier, eine Einzelpromo, was ist denn bitte das verdammte Problem? Ich verstehe es nicht. Next week we'll really see what you're made of. So be ready and be sure to practice up. Mann, oh Meter. So, das musste jetzt echt mal raus. Matt Bloom hat es auf jeden Fall gefallen. Er sagt, nächste Woche sehen wir weiter, was wir dann mit dir anstellen.
Hier übrigens mal, das ist der übliche Ladebildschirm. Ich habe ihn jetzt, normalerweise schneide ich ihn ja wirklich immer raus, aber ich habe mir gedacht, ich lasse ihn ab und zu auch mal so ein kleines bisschen drin, wenn es jetzt nicht ganz so eine lange Ladezeit ist. Aber alles in allem habe ich eigentlich keine Lust, euch dann so 20, 30, 40 Sekunden Ladezeit teilweise zuzumuten. Ich meine, ich rede zwar eh die ganze Zeit, dann ist es theoretisch wurscht, aber ich mag das einfach nicht. Also Ladezeiten gehören meiner Ansicht nach nicht hier in dieses Let's Play. Das möchte ich ganz gerne flüssig aneinander haben. Jetzt kommen wir zu dieser gegenseitigen Promo, wo der Incredible Hulkster und Enzo Amore gemeinsam im Ring stehen und gegeneinander eine Promo halten. As you can see, Enzo over there is already ready to go. Today you'll be putting on a promo against him. These promos are all about outwitting your opponent and wowing the crowd. Today I'll play the part of the crowd, so wow me, kid. Gut, aber nachdem ich mich eben aufgeregt habe, versuche ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen mehr hier auf den Inhalt einzugehen. Wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass nicht alle WWE-Superstars da extra einsprechen, aber vom eigenen Charakter hätte ich extrem stark erwartet, da eine Stimme zu hören. Also nochmal, ihr seht hier oben, der rote Balken läuft runter. Ich kann jetzt eine von diesen vier Optionen auswählen und naja, es kam auch schon das Feedback auf YouTube, ob ich dann nicht einfach alles overvoicen soll, ob ich das nicht alles einfach mit meinen Worten bzw. mit meiner Stimme rüberbringen soll. Kann ich machen, grundsätzlich kann ich das machen. Meine eigentlich präferierte Herangehensweise ist allerdings, Promos weitestgehend aus der Karriere rauszulassen. Weil, wenn man jetzt mal schaut, also auch das hier, dieses ganze Hin und Her zwischen dem Incredible Hulkster und Enzo Amore, das wird... Ja, keine Ahnung, wie lange dauert das? 3, 4, 5 Minuten. Und ich finde, man sitzt dann da zu Hause und 3, 4, 5 Minuten hört man halt bestenfalls ein bisschen Wow oder Jubel oder auch nicht von der Zuschauermenge. Und naja, egal. Also ich fange jetzt einfach mal an. Enzo Amore, oh Mann, ich schätze, ich bin wohl nicht der Einzige hier draußen, der heute Abend Spaß haben will. Oh ja, Entschuldigung, ein Tisch für zwei bitte, kleine Planänderung. Aber jetzt bin ich wirklich in Stimmung und den Rest habe ich nicht mehr lesen können. Verdammte Axt. Okay, was antwortet der Incredible Hulkster da wohl? Ja, genau, das ist die WWE und kein Kindergarten. Das meinst du nicht ernst, oder? Du weißt aber schon, dass das hier die WWE ist, oder? Wo die wahren Superstars gegeneinander antreten. Der Kindergarten ist die Straße runter. Ich rufe gleich mal dort an, damit sie auch genug Plüschtiere für dich haben, wenn du dort abgegeben wirst. Eher so heelig, würde ich jetzt mal sagen, die Aussage. Ich lasse das übrigens jetzt extra hier stehen. Man kann das natürlich ein bisschen verkürzen, indem man das dann einfach mit Start auf bei der PlayStation kann man das Ganze abbrechen und verkürzen, wenn man es nicht komplett durchlesen will. Wie auch immer, Enzo Amore, er sagt immer, Ehre, wem Ehre gebührt. Reden kannst du, du bist ja echt wortgewandt, mein Freund, aber im Leben, da gibt es Schwätzer und es gibt Macher. Du hast dem WWE-Universum gerade gezeigt, was du bist und jetzt zeige ich ihm, was ich bin. So, anscheinend ist Enzo Amore ein Macher. Das ist zumindest das, wie er sich selber sieht. Ganz kurz, der Ausschlag unter dem jeweiligen Namen, also bei Enzo Amore rechts, wo der große blaue Balken schon ist und der kleine blaue Balken beim Incredible Hulkster, das ist die insgesamte Leistung der Promo. Jetzt ist der Balken beim Incredible Hulkster rot geworden. Ich gehe davon aus, dass das bedeutet, dass es jetzt eher eine Heel-Promo ist. Bei Enzo Amore ist die blaue definitiv eine Face-Promo. Und es ist letztlich egal, ob man Heel- oder Face-Promo macht. Das Ziel ist, diesen Ausschlag auf dem Balken, ja, diesen farblichen Ausschlag auf dem Balken, so groß wie möglich zu kriegen. Das ist das Ziel. Dann hat man eine gute bis sehr gute Promo hinbekommen. Das, was der Incredible Hulkster hier gerade macht, ist tatsächlich eher so im unterirdisch miserablen Bereich. Enzo Amore, der reiht da einen sinnvollen Satz oder eine sinnvolle Aussage nach der anderen aneinander. Ich muss zugeben, das fällt mir mit dem Incredible Hulkster noch so ein bisschen schwer gefallen, weil ich einfach selbst nicht besonders gut einschätzen konnte. Oder sagen wir es mal so, ich habe mich einfach getäuscht in dem, wo ich dachte, ah ja, das dürfte jetzt ganz gut zu dem passen, was da gerade gesagt wurde. Und da würde ich mir als Spieler auch einfach so ein bisschen Hilfe wünschen vom Spiel selbst, dass mir da so ein bisschen angezeigt wird, okay, eher Face, eher Heal. Klar, teilweise ist es offensichtlich, aber auch nicht immer. Ihr könnt mir aber auch gerne eure Erfahrungen damit schreiben.
Ich habe schon gelesen, der eine oder andere sagt, na, ich gewinne zwar die Promos immer, aber trotzdem läuft es nicht so, wie ich mir das vorstelle. Eine Promo immer zu gewinnen, also wenn da jemand von euch schon eine Anleitung hat, wie man das am besten aneinander reiht, vom Grundsatz her, nicht in speziellen Situationen, sondern so ganz grundsätzlich, dann wäre ich euch durchaus dankbar, wenn ihr das mal in die YouTube- oder auch Facebook-Kommentare schreibt, um mir da auch so ein bisschen weiterzuhelfen, weil da gebe ich ganz ehrlich zu, bin ich definitiv noch nicht auf dem Leistungsstand, wo ich gerne wäre. Was unter anderem aber auch daran liegt, ja, ich rante ungern, also ich meckere ungern, weil es einfach, wie gesagt, nicht meinem Wesen entspricht. Aber diese Promo-Engine motiviert mich jetzt nicht unbedingt, mich da total reinzufuchsen. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht, sage ich euch ganz klar, wie es ist. Ich finde, deswegen ist WWE 2K17 kein schlechtes Spiel. Aber ich habe mir einfach von dieser Promo-Engine extrem viel erhofft. Im Grunde genommen sogar schon erwartet. Und das hier... Sagen wir es mal so, das habe ich nicht erwartet. Das habe ich noch nicht mal befürchtet. Aber es ist die Realität. Es sieht aus, so ist es halt. Und jetzt müssen wir alle damit klarkommen. Enzo Amore hat die Promo wirklich sowas von krass eindeutig für sich entschieden. Ich bin gespannt, was das für Auswirkungen für den Incredible Hulkster hat. It's in need of some new talent, and I think you're exactly what the division needs. Okay. Es geht ins Main Roster, und zwar in die Tag Team Abteilung. Hey Leute, Tag Team. Warum Tag Team? Ich will kein Tag Team. Ich will kein Tag Team. Naja, egal. Vielleicht packen sie mich ja mit Brock Lesnar in ein Team oder mit was weiß ich wem. Und vielleicht taugt es mir ja doch. Aber hey, Main Roster. Juhu! Der Incredible Hulkster ist im Main Roster. Ole, ole, ole. Und jetzt gibt es natürlich noch, gäbe es die Möglichkeit, die ganzen letzten Visualisierungen und Feinheiten und sonstige Einstellungen zu machen für den Incredible Hulkster. Habe ich aber natürlich alles schon gemacht. Moveset ist immer noch nicht gebastelt, aber das ist auch vollkommen egal. Dazu komme ich eben, ich sage mal so, nächste Woche gibt es auf jeden Fall das Moveset und spätestens, ach was heißt spätestens, nächste Woche Moveset, übernächste Woche Entrance. Ja, das stelle ich mir jetzt einfach mal so als Eigenultimatum und gebe euch das als Versprechen und damit ist sichergestellt, dass ich es tatsächlich auch machen muss. Und nächste Woche Moveset, übernächste Woche, ich muss es mir aufschreiben, ich muss es mir merken, ich muss es einfach machen, fertig aus, so, bumm. Und ansonsten, ja, hier nochmal der ausführliche Blick auf den Incredible Hulkster. Wie gesagt, es gab zwar sehr viel positives Feedback zum Incredible Hulkster, teilweise auch aber Kritik, die einen sagen, ja, ist zu grau, andere wünschen sich, dass er vielleicht noch ein paar Haare kriegt. Ich sag mal so, vielen, vielen Dank für jede Form von Feedback. Positives freue ich mich natürlich noch ein bisschen mehr drüber als mittelmäßig, negatives oder kritisches, wie auch immer. Aber alles in allem verändert wird der Incredible Hulkster nicht mehr. So viel steht mal fest. Es gibt auch Leute, die haben gesagt, ah Mann, wäre doch schön gewesen, den Prozess mitzuerleben, ein Video zu machen, wie er entsteht. Aber wie gesagt, das, was ihr jetzt seht, ist ein Resultat von über 3 Stunden und das wäre einfach zu viel gewesen und zu lang für ein Video und das wollte ich ja auch nicht groß zusammenschneiden. Das ist schon okay, so wie es ist. Ja, ein bisschen geheimnisvoll darf es ja auch bleiben, wie ich das dann tatsächlich so hinbekommen habe. Hier seht ihr übrigens jetzt mal einen kleinen Überblick über den Bildschirm, ganz oben das aktuell angesetzte Match. Ne, diesmal geht es gegen Dolph Ziggler. Jetzt dann der persönliche Bereich, eine Gesamtwertung von 66 hat der Incredible Hulkster momentan noch. Liegt natürlich daran, dass er noch überhaupt gar nicht geskillt ist. Popularität steht bei 162.000. Mehr Popularität gleich mehr alles, mehr gut. Ja? Virtual Currency momentan 256.000. Wie gesagt, gestartet mit 200.000. Ich hatte einfach mal so ein paar Tests und Spaßmatches gemacht. Da ging relativ schnell relativ viel zusammen und wir kommen zu den VC auch gleich. Und beim Spannungsmultiplikator, was auch wieder eine Übersetzung ist, wo ich mich frage, ey, wer macht denn das bitte? Da gibt's da nicht in irgendeiner Form irgendwas, was auch nur ansatzweise cool ist? So ein bisschen vielleicht jugendlich, so ein kleiner Anglizismus meinetwegen. Aber das ist doch alles nicht so schwer. Aber naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, der Incredible Hulkster ist bei den Fans beliebt. Er ist prinzipiell ein Face. Dadurch, dass aber dieser Balken komplett auf Null ist, könnte ich, glaube ich, jetzt auch eine Face-Heel-Turn-Promo machen, wo ich jetzt quasi, wenn dieser Balken leer ist, wenn der grau ist, dann müsste es für mich möglich sein, bei einer Promo den Incredible Hulkster zum Heel zu machen. Muss ich aber auch alles selbst noch ein bisschen ausprobieren.
Wie gesagt, ich bin da noch nicht so tief eingetaucht. Wir werden sehen, was sich entwickelt. Verbündete Rivalen ist im Prinzip die gleiche Anzeige wie bei 2K16, eben nur optisch verändert. Das Ganze, ne, ihr seht das ja sowieso, das Ganze ist optisch verändert. Und ich bin momentan in einem Tag-Team, was etwas ist, was mir persönlich überhaupt gar nicht taugt. Und ich werde das so schnell wie möglich ändern. Gut, Ranglisten, Champions. Hier die Ranglisten zeigen dir, wer gerade Champion ist, in welchem Bereich. Und darüber kann man eben auch planen, welchen Champion-Titel man haben will. Und ganz wichtig, man kann bei 2K17 Doppel-Champion sein. Also wenn man einen Titel hat, kann man sich auch noch für einen anderen einschreiben. Gut, eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass ich zu NXT komme. Aber ich gehe davon aus, dass der Sieg über Samoa Joe dafür gesorgt hat, dass ich direkt ins Hauptroster gekommen bin. Und da habt ihr es auch gerade gesehen, da ich in einer anderen Liste gelistet bin, also Tag-Team-Champion-Liste, muss ich erst da Champion werden, um mich in einer zweiten Liste dann noch einzutragen und dann Doppel-Champion zu sein. Wird sich aber hier, wie gesagt, bald ändern, weil Lance Xander, sorry, nimm es nicht persönlich, wir werden keine Zukunft haben, zumindest keine gemeinsame. Ich habe natürlich eine große Zukunft, wie es bei dir aussieht, weiß ich nicht, aber nicht als Tag-Team. So, Karriere, jetzt kommen wir endlich zur Skillung. Wie gesagt, 66 ist natürlich ein Durchschnittswert, der so überhaupt gar nicht geht. Und diese Skillung, die Attribute, werden, anders als bei WWE 2K16 noch, komplett über die Ingame-Währung geskillt. Das kann man gut finden oder auch nicht. Ich weiß selber noch nicht genau, wie ich dazu stehe, weil, naja, 250.000 VC, das sorgt schon dafür, dass man sehr schnell sehr hoch kommen kann mit den Attributswerten. Zumal man kriegt ja für jedes Match ordentlich VC. Selbst wenn ihr dann vielleicht zwischendrin mal einen Bock habt und jetzt nicht in der Karriere, sondern ganz normal irgendwie, was weiß ich, Goldberg gegen Seth Rollins oder gegen Brock Lesnar besser noch irgendwie spielt, kriegt ihr dafür auch VC. Selbst wenn es außerhalb der Karriere ist und könnt dann diese VC in der Karriere benutzen, um euren Superstar zu skillen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so eine gute Idee ist, weil man dadurch natürlich sich selbst sehr, sehr schnell, wie gesagt, sehr, sehr stark machen kann. Das läuft nicht nur mit den Attributen so, sondern auch mit Skills, mit Talenten, mit allen möglichen, die man mit Fähigkeiten, die man auch kaufen kann. Da kommen wir dann gleich zu, das werde ich auch gleich alles noch machen. Alles im Spiel, was man bezahlt, also auch freizuschaltende Superstars, wenn man jetzt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob er freigeschaltet ist schon, aber nur als ein Beispiel. Wenn man jetzt Bam Bam Bigelow haben will und der ist nicht freigeschaltet und man will den aber haben, man will mit ihm spielen, dann kostet das VC. Alles, alles, alles kostet VC. Für jemand, der nur Karriere spielt, ist das natürlich prinzipiell praktisch, weil mir ist es relativ egal, welche Legende ich irgendwie normal freischalten könnte. Aber es ist halt, wie es ist und man muss mal sehen. Meine Beschwerde war ja auch tatsächlich, oder nicht nur meine, sondern unter anderem auch meine, dass bei WWE 2K16 es einfach zu lange gedauert hat, um den eigenen Superstar nach oben zu kriegen. Ich befürchte, dass jetzt eben der Ausschlag in die andere Richtung wieder ein bisschen zu groß ist, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, jetzt wird erstmal hier ein bisschen reingebuttert. Ihr seht, bis jetzt ist die Gesamtwertung schon auf 76. Ich habe immer noch 143.000 VC übrig von den 250. Also da gibt es noch einiges, was da investiert werden kann. Was haben wir denn hier? Umgebungsoffensive. Ja, also wenn man außerhalb des Ringes unterwegs ist und da Aktionen macht. Aber wenn ich das schon sehe, Kraftaufgabeoffensive, Technikaufgabeoffensive. Tut mir leid, da rollt es mir die Zehennägel hoch. Und es geht nicht darum, dass ich ein Problem mit der deutschen Sprache hätte. Ganz im Gegenteil, ich finde, man kann aus der deutschen Sprache auch, oder man kann die deutsche Sprache auch auf eine sehr schöne und gute Weise und wohlklingende Weise benutzen. Aber mit solch hölzernen Übersetzungen geht das halt gar nicht. Also ich finde, da muss man schon die Übersetzungen jemandem geben, der sich auch mit dem Thema auskennt, der in der ganzen Materie drinsteckt, der vielleicht auch ein Verständnis für die jeweilige Community hat, die ein Spiel, eine Fernsehserie, einen Film oder sonst irgendwas hat und das dann entsprechend anpassen. Das fände ich sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Aber ist anscheinend ja auch bei diesem Spiel mal wieder nicht der Fall. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer diese Übersetzung macht, ob das ans nächstbeste Übersetzungsbüro gegeben wird oder ob da vielleicht tatsächlich sogar das Ziel drinsteckt, ja, oh nee, wir wollen es cool machen und dann die Leute einfach krass scheitern. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber
ich habe es am Anfang gesagt und ich bleibe dabei, die deutsche Sprache wird auf meiner PlayStation nicht mehr lange vorherrschen. Auch nicht für dieses Let's Play. Ich glaube nicht. Sorry, tut mir leid. Genießt es hier nochmal, wenn ihr es genießt, aber das sind Übersetzungen, die sind nicht schön genug für mein ästhetisches Empfinden. Gut, jetzt kann man ein paar Schwerpunkte verteilen hier. Natürlich mit den Armen hauen wir am meisten zu, das heißt, da muss am meisten Kraft rein. Widerstandsfähigkeit, was hier Zähigkeit genannt wird, besonders auf Kopf und Körper auslegen. Angriffstempo kann nie schaden, ja, ein bisschen schneller zuzuhauen, ein bisschen schneller zuzugreifen. Bewegungstempo ist eh schon auf Maximum. Ich weiß übrigens nicht, warum da oben gerade eine grüne plus 1 stand bei Beinkraft. Keine Ahnung, aber nehme ich gerne hin. Wenn da plus 1 ist, ist da plus 1. Finde ich gut. Gut, das waren die Eigenschaften, sprich die Attribute. Fähigkeiten. Skills. Fähigkeiten ermöglichen es dir, deinen Superstar mit einzigartigen Talenten auszustatten. Und das ist natürlich das Übliche, was wir auch von WWE 2K16 schon kennen. Da hat sich nicht großartig viel geändert. Jede Fähigkeit kann in 3 Stufen ausgebaut werden. Wichtig ist aber, um Level 3 zu kaufen oder kaufen zu können, muss man erst Level 1 und auch Level 2 gekauft haben. Und ja, wo Level 1 noch zwischen 400 und 500 VC kosten, ist es dann bei Level 2 schon im mittleren vierstelligen Bereich. Und ganz wichtig, also entkommen, ne, dieses Ring Escape, bin ich der festen Überzeugung, ist das wichtigste Talent, die wichtigste Fähigkeit für den Superstar, um sich eben ja, aus brenzligen Situationen einfach mal befreien zu können, um Entfernung zwischen sich und den Gegner zu bringen. Und vielleicht auch mal einfach das Match noch mal so ein bisschen zu resetten. Ja, so. Gut, dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht noch eine weitere Fähigkeit uns holen wollen. Pin-Kombo mit großer Sicherheit nicht. Sprung-Pin-Kombo mit noch größerer Sicherheit nicht. Techniker ist grundsätzlich nicht schlecht, weil Ausdauerkosten von Reversals in der ersten Stufe um 10%, später dann glaube ich um 33% und um 50% oder 60% sogar gesenkt. Was sehr praktisch ist, weil Reversals macht man ja schon das ein oder andere Mal. Auf der anderen Seite, die Kosten für Ausdauer oder die Ausdauerkosten für Reversals sind jetzt auch nicht so brutal. Ist halt eher so eine Feinschliffnummer. So, dieses unbewegliche Objekt, das Immovable Object, ist auch interessant. Ja, wenn also der Gegner mal richtig heftig bei einem einschlägt, dann ist die Chance, dass man eben selbst zu Boden geht oder aufs Knie runtergeht, geringer. Das heißt, man kann dann weitermachen. Ich habe mich hier aber entschieden für Widerstand, für diese Resiliency im Englischen genannt, um eben aus einem Pin einfach mal mit einem Knopfdruck auf jeden Fall rauskommen zu können. Voraussetzung ist natürlich ein geladener Finisher. So, ihr seht es da, kann sich sofort aus dem Pinfall-Minispiel befreien, kann nur einmal pro Match verwendet werden und ein Finisher-Symbol wird verbraucht. Das ist halt so ein ja, so ein Notfallplan-Ding, ja, ist natürlich, man wünscht sich immer, dass man weder dieses aus dem Ring zu entkommen, noch diese Widerstandsnummer braucht, aber, naja, kann halt vorkommen. Und dann ist es gut, wenn man es hat. So, hier jetzt nochmal ganz kurz die Talente durchgeschaut. Ich habe natürlich jetzt keine Virtual Currency mehr, um hier tatsächlich noch was zu investieren, aber es gibt ja einfache Aktionen, Spezialmatch-Aktionen, diese, oh, nee, oder echt jetzt, Absperrungsbrecher und dann aber trotzdem den Skull Crushing Big Boot. Okay, ich darf mich einfach damit nicht weiter befassen. Talente kommen später. Wie gesagt, ich habe eh kein Geld und ja natürlich. Hey, Barricade Breaker, der Sturz durch das Kommentatorenpult und so weiter und so fort. Definitiv, das werden die ersten großen Investitionen für den Incredible Hulkster. Jetzt geht's aber los mit Raw. Und ihr seht schon, es gibt so Slots, da kann man sich eine eigene Promo, einen eigenen Promo-Slot sichern. Und da kann man entweder eine Promo für sich selbst machen, man kann jemanden anderen zur Rede stellen, man kann in diesem Fall, und das werde ich jetzt machen, ein Tag-Team auflösen, man kann aber auch einen anderen Superstar rausrufen und versuchen, mit ihm ein Tag-Team zu bilden und so weiter und so fort. So, und jetzt starten wir durch. Mit Raw. Yeah.
das finde ich wiederum sehr schön, sehr nett gemacht, dass man halt zu Beginn einer Show auch tatsächlich kurz mal so den Opener sieht und hört, dass man so ein bisschen in Stimmung kommt für Raw. Das wird sicherlich für SmackDown nicht anders sein. Und dann gleich ein Auswärtsspiel. Oder also was heißt für die? Ein Auswärtsspiel für die amerikanischen Superstars, ein Auswärtsspiel. Denn wir sind in Liverpool in England. Für uns ist es quasi nebenan ein kleiner Hüpfer. Ja, und schon sind wir in Liverpool und das englische Publikum, das ist bekannt dafür, richtig aufs Gas zu gehen. Und huja, Finn Balor, der wird mit Sicherheit großen Spaß haben heute in seinem Match gegen Luke Harper. Aber das Match schauen wir uns natürlich nicht an, sondern wir springen gleich zu der Promo vom Incredible Hulkster mit der Prämisse. Dieses unsägliche Tag-Team mit einem gewissen Herrn Xander aufzulösen. Weil, wie gesagt, Tag-Team, da steht mir der Sinn tatsächlich nicht nach. Zumindest mal noch nicht. Vielleicht reißt es mich irgendwann mal, aber nee. Im ersten Moment nicht. Gut, dann schauen wir mal, wie wir diese Promo hier halbwegs unterhaltsam gestalten können. Nee, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal glücklich war. Ihr habt wahrscheinlich alle eine Ahnung, warum ich hier draußen bin. Es läuft in letzter Zeit nicht wirklich gut. Und eigentlich bin ich schon so lange unglücklich, dass ich nicht mehr weiß, wann ich das letzte Mal wirklich glücklich war. Und das hat in weiten Teilen mit einer bestimmten Person zu tun. Also, Lance Xander, komm hier raus! So. Lippen bewegen, ohne dass das rauskommt. Unfassbar. Nun gut, da ist er, Lance Xander. Mal gucken, was er zu, in Anführungszeichen, sagen hat. Der Einstieg war schon mal nicht schlecht für den Incredible Hulkster bei dieser Promo. Für die Eröffnung. Schon mal einen guten blauen Batzen da bekommen. Geht sicherlich noch besser, aber ich denke, das war schon in Ordnung. Da so ein bisschen gleich auf die emotionale Ebene zu gehen. Nu, sprich, Kollege. Warum rufst du mich hier heraus, wenn du mich fragst, solltest du dich auf andere Dinge konzentrieren? Aber da bist du nun mal. Wo du bist, ist das Drama. Also, fangen wir doch mal an mit dem ersten Akt. Ja, sorry, Lance Xander ist natürlich der Typ, ihr seht es, sehr, sehr jung, ist gerade noch im Stimmbruch und deswegen hat er seine Stimme noch nicht so unter Kontrolle. Genau, ich Allstar, du Amateur. Wir sollten doch ein Team sein. Ein Team muss ja nicht immer aus gleichgestellten Mitgliedern bestehen. Manchmal hat man eben einen Allstar und der andere, naja, der ist halt noch nicht ganz so weit, stimmt's? Und das ist das Problem. Ich bin ein Allstar. Ich bin der Typ, der gewinnt und du bist ein Amateur. Du bist nicht auf dem Niveau, das du haben solltest. Also werfe ich dich einfach raus. Damit tue ich dir einen Gefallen. Nicht, dass du dich noch verletzt da draußen. Mein ganzes Leben lang bin ich schon Leuten wie dir begegnet. Immer wenn bei ihnen irgendwas schiefläuft, immer wenn sie bei irgendwas versagen, versuchen sie, anstatt die Verantwortung dafür zu übernehmen, jemandem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber so läuft das nicht. Ich gebe zu, dass ich einen Fehler begangen habe, als ich dieses Team bildete. Aber ich will verflucht sein, wenn ich zulasse, dass du mir die ganze Schuld daran gibst. Das ist deine Schuld, Kumpel! Ja, bisher läuft's, was die Auswirkungen angeht, da oben mit dem blauen Balken. Gut für beide. So, diese Partnerschaft ist offiziell. Nee. Das nächste Mal treffen wir uns als Gegner. Hey, mir ist egal, was du sagst oder zu wem du es sagst. Wenn wir noch einmal gemeinsam in den Ring steigen, dann als Gegner. Und wenn dieser Tag kommt, dann zeige ich dir, wie großartig ich bin und wie mittelmäßig du bist. So, und dann ein letztes Wort, das nochmal stark sein soll. Was haben wir denn da? Das WWE-Universum oder der Tech-Partner? Ja, gut. Ich brauche dich nicht an meiner Seite. Wenn das WWE-Universum hinter mir steht, sind die meine Tag-Team-Partner. Du findest, das hört sich komisch an. Was passiert, wenn wir, ja, wir, an der Spitze der WWE stehen und du hier sitzt und den Leuten erzählst, dass du früher auch mal Mitglied unserer coolen Gang warst? Naja, war schön, das vorzulesen, aber da habe ich dann am Schluss noch mal ein bisschen eingebüßt und tatsächlich sogar die Niederlage in diesem Promo-Duell davon getragen habe. Vielen Dank. Ihr seht es angezeigt.
so hat man sich hier bei der Promo geschlagen. Es war wirklich wirklich ganz knapp. Um Haaresbreite habe ich da, glaube ich, nur verloren. Auswirkungen auf Popularität und VC werden auch sofort eingeblendet. Die Zahlen in Klammern, was man ganz klar bei den VC sieht, werden aber hinterher erst drauf addiert. Also 404 kann natürlich nicht schon plus 906 sein. Also werde ich nach dieser Promo 1310 VC haben. Wenn das Spiel sich nicht verrechnet. Rivalenpunkte minus 2, ja gut, kann mir relativ wurscht sein. Und ihr seht auch die Erklärung, wenn man eine stärkere Reaktion als der Gegner bewirkt, dann gewinnt man natürlich die Promo. Vollkommen egal, ob man im blauen oder im roten Bereich ist, also Face oder Heal. Das Ziel ist, eine möglichst starke Reaktion vom Publikum zu erreichen. Also von daher, das ist schon eine sehr realistische Angelegenheit. Aber ja, diese Vertonungsgeschichte, bitter, bitter, bitter. Das ist leider eine große Enttäuschung. Aber ich will mir den Spaß an diesem Spiel und vor allem an der Karriere von Incredible Hulk damit nicht verderben lassen. Es gibt im Leben immer wieder Dinge, die einem nicht gefallen. Und damit muss man verdammt nochmal einfach klarkommen. Ich freue mich jetzt auf das Match gegen Dolph Ziggler. Und ich freue mich auch dann, ein bisschen Zeit zu haben, auf euer Feedback einzugehen, denn da ist einiges gekommen in der ersten Woche. Ich habe mir da ein paar von euren Postings, von euren Fragen, von euren Reaktionen rauskopiert in mein Word-Dokument und... Ah ja, okay. Also Dolph Ziggler, gegen den wir gleich antreten, rennt da erstmal im Backstage-Bereich rum und wir schütteln noch ein bisschen Hände. Ob das eigentlich so... Aber gut, wir wollen da jetzt auch... Ich will mich nicht auf irgendwelche Kleinigkeiten konzentrieren. Was soll's? Komm! Über sowas kann man wirklich mal hinwegsehen. Das ist wirklich Kleinkram. Ändert aber nichts an der Tatsache, mit Dolph Ziggler haben wir keinen leichten Gegner. Bei WWE 2K16 war das tatsächlich nicht immer einfach so ein Selbstläufer, wenn wir gegen Dolph Ziggler angetreten sind. Auf der anderen Seite ist der Incredible Hulkster hier natürlich jetzt schon im ersten Match bei Raw mit einem 81er Rating unterwegs und hat sich schon... zwei schöne Talente zugelegt und das wird natürlich entsprechend weitergehen in den nächsten Wochen. Das heißt, der grundsätzliche Incredible Hulkster ist hier deutlich stärker als der, den wir noch bei WWE 2K16 hatten. Ich rede jetzt extra über den Entrance drüber, weil wie gesagt, das ist der ganz normale Default Entrance, Default Musik und so weiter und so fort. Alles wurscht, das kommt in den nächsten Wochen und dann kommt ein ordentlicher Entrance und mit dem werde ich euch hoffentlich ein bisschen aus den Socken holen. Schauen wir mal. Wann es dann übrigens den eigenen Titantron-Film gibt, das kann ich euch noch nicht sagen. Da habe ich noch mal ein bisschen durchgeklickt und das ist wirklich eine Frickelarbeit, wo ich mir nicht sicher bin, wie lange mein Spaß da an der Sache bleiben wird, da was zusammenzubasteln. Also schauen wir einfach mal. Da bin ich tatsächlich noch sehr offen, da warte ich einfach ab und dann sehen wir mal weiter. Das ist eine schöne Angelegenheit. Gibt natürlich immer wieder auch Leute, die kritisieren, dass WWE 2K-Spiele nicht immer auf dem aktuellsten Stand sind. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist natürlich, es ist immer der Stand von WrestleMania des aktuellen Jahres. Also wenn 17 jetzt im Oktober rausgekommen ist, ist der Stand des Spiels WrestleMania des Jahres 2016. Die Entwicklungen, die da waren, die Situation, die da war, ist das, was im Spiel übernommen wird. Und ich finde das deswegen jetzt in diesem Fall cool, weil ich dieses Outfit, diese DZ, Dolph Ziggler Crew, ja, die World Destruction Tour, schön mit DZ, super cool finde. Ja, Dolph Ziggler bekannterweise ein großer Fan des Classic Rock, Motley Crew und Co. sind seine Helden und danach ist eben auch dieses DZ-Logo so ein bisschen designed, ja, das ist so ein bisschen an Van Halen angelehnt und just, und das ist tatsächlich, naja, was heißt Zufall, es ist natürlich kein Zufall, weil ich habe heute Morgen in den Schrank gegriffen, aber dieses DZ World Destruction Tour Shirt trage ich tatsächlich gerade hier. Hätte ich eine Facecam, könntet ihr es sehen. Und warum spreche ich das an? Ja, weil wieder die Frage kam, wie wäre es denn mal mit Facecam hier bei dieser Let's Play Serie jetzt? Die Antwort wurde allerdings auch schon gegeben. Ich kommentiere ja die Videos, die wir hier, oder die ihr hier seht, normalerweise nach. Ja? Mal versuche ich da ein bisschen Spannung ins Match zu bringen, mal nicht. Ist auch vollkommen egal. Aber
WWE 2K17. Und da habe ich das Gefühl, das ist bei 17 noch ein bisschen mehr als bei 16 geworden. Ist wirklich mit einem Schwerpunkt auf Timing ausgelegt, dass ich es für meine Verhältnisse als nicht möglich erachte, da tatsächlich zu sagen, okay, dann rede ich mal über, keine Ahnung, mein Erlebnis heute Morgen im Supermarkt und gleichzeitig konzentriere ich mich konkret auf das, was da im Ring passiert. Da würde ich dann total abkacken. Und von daher sage ich, nee, lieber sollt ihr ordentliche Leistung im Ring sehen, weitestgehend ordentliche Leistung, und gleichzeitig will ich aber auch halbwegs geradeaus sprechen im Kommentar. Also das muss alles schon passen, und deswegen bringt Facecam eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mal so viel. Über die Taunts habe ich ja letzte Woche schon gesprochen, Publikumstaunts für mehr Schwung, mehr Momentum, das aufgebaut wird, und dann den Taunt gegen den Gegner, um eine Zeit lang mehr Schaden zu verursachen. Hier war es jetzt, glaube ich, gerade der gegen das Publikum, weil ich mir denke, okay, es ist sinnvoll, erst den Schwung aufzubauen, wenn dann der Signature fertig ist, dann den Gegner zu taunten, um eben mit Signature und dem vielleicht darauf folgenden Finisher entsprechend mehr Schaden zu machen. Ist für mich zumindest eine primär erst einmal logische Abfolge. Aber vielleicht ändert sich das ja auch im Laufe der Let's Plays, im Laufe der Matches, und wird anders. Oh, schön! Schön vom Incredible Hulkster, wie er hier den heranfliegenden Dolph Ziggler abgefangen hat, der da ja wahrscheinlich eine Swinging Head Scissor ansetzen wollte. Aber jetzt ist er derjenige, der hier der Leidtragende ist. Und zwar der Leidtragende der überragenden Kraft vom Incredible Hulkster. So, und jetzt gucken wir mal, was ihr so an Feedback alles geschickt habt. Ganz schnell, Marcel Bredenbeck. Hey Holger, eine Frage. Warum seid ihr nicht im WWE 2K17-Spiel dabei? Das wäre doch mal cool. Du und Sebastian als Kommentatoren ist bestimmt zu schwer, oder? Ja, sagen wir es mal so. Für Sebastian und mich wäre das wahrscheinlich nicht zu schwer, aber das ist natürlich ein großer Aufwand. Das ist viel Arbeit und das kostet mit Sicherheit auch nicht wenig Geld, wenn 2K sagt, okay, wir wollen das jetzt auf Deutsch lokalisieren. Natürlich wäre ich aber sofort dabei. Ich will das machen. Ich hätte da total Spaß dran. Ich finde das super. Aber ich muss natürlich auch sagen, gut, ist halt die Frage, ob sich das wirtschaftlich für 2K lohnen würde. Übrigens, ganz kurz nur für euch nochmal zur Info, das habe ich in den Optionen eingestellt, dass wenn man angezählt wird, oder überhaupt wenn der Ringrichter irgendwen anzählt, die Zahlen im Bildschirm auftauchen. Ich finde das deswegen praktisch, weil dann ist es eben immer ersichtlich, auch wenn man gerade zum Beispiel wie ich über ein anderes Thema spricht, sehe ich trotzdem, wie weit bin ich jetzt hier tatsächlich schon beim angezählt, / ausgezählt werden? Habe ich noch Zeit, in den Ring zurückzukommen oder nicht? So, Signature, Finisher, zack, bumm, Klinikum, das könnte es schon gewesen sein, gegen Dolph Ziggler. Oh, das wäre ein kurzes, aber sehr dominantes Match, und tatsächlich, es geht bis 3 durch. Das ist ja der Wahnsinn. Ach, was für ein Debüt hier bei Raw für den Incredible Hulkster. Gut, machen wir gleich nochmal weiter. Dennis M. Ja, ich sage nämlich jetzt nur noch M, nicht mal den ganzen unaussprechlichen Nachnamen. Er schreibt erstmal, sieht gut aus, gute Arbeit, hab aber direkt eine erste Frage. Das Aufgabe-Minispiel, dieses blaue weg vom roten halten. Hast du da einen Tipp für mich, wie das besser funktioniert? Verliere da öfters ein Match, das ich eigentlich dominiert habe. Da kann ich dir nur sagen, wenn du nicht aus dem roten Bereich rauskommst, also wenn du Verteidiger bist und nicht aus dem roten Bereich rauskommst, drück ab und zu mal L2, dann bewegt sich dein Balken schneller nach links und oder rechts, und dann hast du da vielleicht eine Chance rauszukommen. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine großartigen Tipps für dich. André Wünsche schreibt, ich finde, der neue Incredible Hulkster ist total gelungen, sieht optisch klasse aus und wirkt sogar noch ein wenig durchtrainierter als seine beiden Vorgänger. Bin mal gespannt, welches Fazit Matt Bloom am Ende beim grauen Giganten ziehen wird und in welche Show es für ihn geht. Ja, das wissen wir jetzt ja schon. Wir sind bei Raw und bei SmackDown. Übrigens, hier, Authority sagt, 400 Skillpunkte gibt's extra. Und... Nee, oder? Jetzt sind die Promos mit Renny Young auch nicht mehr vertont. Also diese Backstage-Interviews. Das glaube ich jetzt aber nicht. Leute, sorry, das gibt echt Punktabzug. Mann, 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 ist das denn so schwer? Naja, gut, egal. Komm, dann ignoriere ich das jetzt hier einfach auch komplett. Vollkommen egal, wer da was sagt, ist mir wurscht. André schreibt weiter, das Spiel an sich macht wirklich Laune. Die auf
Und die Sachen, die aufgrund der frühen Entwicklung im Spiel fehlen, Cruiserweight-Titel, aktuelle Arenen, kann man sich auch wieder in der Community runterladen. Genau, das ist nämlich auch wichtig. Die Community, die stellt sehr viele Sachen zur Verfügung, um das Spiel dann auf den aktuellen Stand zu bringen und eben nicht WrestleMania 2016. Ja, dann... Vielen Dank, André, dafür, auch für den Hinweis natürlich mit dem Universe, WWE Universe, dass man sich da Sachen einfach nochmal besorgen kann. Finde ich gut, finde ich richtig, finde ich gut von dir. Dustin Blankenberg schreibt, oh, das ist ein leicht themenfremd, aber auch völlig in Ordnung. Wie findest du den Teaser zu Guardians of the Galaxy? Oh, Dustin, ich habe hier am Rechner gesessen, ich habe laut gelacht. Also wirklich, es gibt zwei Arten von Wesen im Universum. Die einen, die tanzen, die anderen, die nicht tanzen. Bitte, Drax, dankeschön, wie herrlich. Was für eine Weisheit, wie er dann Star-Lord hier einen Drücker anbietet. Ja, you wanna hug? Herrlich. Überragend, also wirklich, ich hatte ein fettes Grinsen im Gesicht. Ich habe laut gelacht und ich hatte eine mega Vorfreude auf Guardians of the Galaxy 2. Ich freue mich jetzt schon auf die Leistung von Chris Pratt. Ich finde ihn einen überragend lustigen Typen, schon seit Parks and Recreation. Die Serie kann ich euch auch nur empfehlen. Ganz, ganz wichtig, aber auch da nicht im Deutschen schauen, sondern im amerikanischen Original. Im Deutschen heißt es, glaube ich, das Begrünungsamt oder sowas. Keine Ahnung, also wirklich vollkommen dämlich mal wieder. Und ich finde, Drax ist ein absolut, Batista ist ein absolut glaubwürdiger Drax. Weißt du, so leicht naiv, hat aber eigentlich ein gutes Herz, aber wenn es drauf ankommt, die absolute Kampfmaschine. Ja, so viel dazu. Gut, ich sag mal, ich lasse es für hier und heute. Ich bringe meinen Puls mal wieder ein bisschen runter. Ich versuche nächste Woche vielleicht das Thema Promos noch mal ein bisschen sachlich aufzunehmen. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was man da noch normal drüber sagen kann, ohne sich gleich aufzuregen. Und ansonsten war es das für die Woche. Ich sag danke fürs Reinklicken. Tschüss und bis dann.